ärgern. Ich wollte doch mal ein bisschen was jetzt hier erzählen, loswerden, wie auch immer. Wir haben heute den, ich glaube, den 5. Oktober. Ja, die letzten Tage hier waren echt ja, nicht schön. Dieses Unglück, Unwetter in Valencia. Jetzt gestern ist hier 53 Minuten von hier in Mazaron richtig schlimmes Unwetter gewesen. Die Straßen waren unter Wasser. Port von Mazaron komplett unter Wasser. Benidorm, Altea, alles steht unter Wasser. Also ist eigentlich, wir sind eigentlich rundrum. Und ja, ich traue mich gar nicht, das so zu sagen, weil wir haben so viel Glück gehabt. So viel Glück im Unglück. Ja, was hier gerade abgeht, unwettermäßig. Ja, unsere Straßen waren auch unter Wasser, habe ich auch aufgenommen. Aber das ist ja ganz normal in Spanien, dass das passiert. Und es ist auch normal, dass es ja in Valencia und überall passiert, nur nicht in diesem Ausmaß. Ja, ist schlimm. Ich kann schon gar nicht mehr irgendwelche Nachrichten gucken oder in soziale Netzwerke gehen. Facebook, die Reels oder so, wo die Leute dann da in letzter Sekunde aus den Autos gerettet werden. Die Leute dann auf den Autodächern sitzen. Die Polizisten, die in Tiefgaragen tauchen, ob sie noch irgendwelche Menschen finden. Schrecklich, und man kann einfach nichts tun. Man kann einfach nichts tun. Ich finde es ganz schlimm. Ganz schlimm. Und deswegen bin ich so unendlich dankbar, dass wir so viel Glück hatten. Da bei uns scheint eine Sonne. Wir haben jetzt 8 Uhr. Oder? Kurz vor 8, 8 Uhr. Die Sonne scheint. Ja, wir haben da wirklich Riesenglück. Riesenglück gehabt in diesem Riesenunglück, dass wir genau dazwischen liegen. Man wird natürlich total feinfühlig und oder feinfühlig, auch einem gehen direkt die Alarmglocken an. Sobald hier irgendwie Regen kommt, Unwetter, gestern war hier den ganzen Tag Gewitter gemeldet und Regen, und man sieht nur diese Regenfront, die übers Meer kommt, und man denkt, wo fährt man jetzt hin? Was passiert jetzt? Wie rettet man sich? Also meine Gedanken sind immer so, ja, wenn das kommt, ich gucke immer, wo kann ich mit meinen Hunden hin? Wo gegenüber ist ein Haus mit einem Balkon? Komme ich auf den Balkon? Komme ich da hin? Weil wenn sowas wirklich passiert, wie kann ich meine Hunde hier retten? Grausam, grausam. Ja, ich hoffe, jetzt ist das alles ein bisschen vorbei. Hier mein Nachbar, der hat gestanden in Valencia am Kanal. Ich weiß nicht genau, hat er mir gestern, vorgestern erzählt. Entweder im Kanal oder direkt am Kanal. Und dann hat er aber einen Anruf gekriegt von Bekannten, die er auch hier unterwegs kennengelernt hat. Und da sagt im Anruf und haben gesagt, das war abends. Fahr da sofort weg, fahr da sofort weg. Und dann haben die auch sofort die Sachen gepackt und sind weggefahren. Und sagt da direkt am nächsten Morgen war alles vorbei. Wir sagten, da wären wir stehen geblieben und der hat uns nicht angerufen. Wäre vorbei gewesen. Ne? Das ist schon wirklich Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Aber auch da ist wieder dieses, ja, ist ja irgendwo auch schon wieder von Menschenhand gemacht, ne? Klar. Die Unwetter werden stärker. Das Meer ist wärmer. Ist ja ganz normal. Für mich, Entschuldigung, ist das ganz normal, dass das Klima sich ändert. Haben wir immer. Aber dass die Talsperren abgebaut werden, abgerissen werden, das geht nicht. Das ist ja Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall, das sind so Sachen, wo ich mir denke, und wenn man so guckt, was die Spanier hier sagen. Also hier ist nicht anders als in Deutschland mit der Politik.
als das bei uns im Ahrtal passiert ist, die Leute wurden nicht gewarnt, denen wurde Hilfe versprochen und da kam keiner. Es kamen keine Autos durch. Die Helfer kamen nicht dahin, die mussten zu Fuß gehen. The same. Hier ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Es ist nichts anderes. Es ist grausam. Es ist einfach nur grausam. Ja. Aber ja, wir hoffen jetzt einfach, dass das nicht mehr passiert und dass da nicht noch mehr Menschen und Tiere in so einem Ausmaß generell, dass keine Menschen, keine Tiere mehr verletzt werden oder sterben oder in irgendwelche schlimmen Umstände gelangen. Ja, ich glaube, da laufen gerade Nachrichten, wie der König beworfen wird mit Schlamm. Oh Mann, naja, ganz schlimm. Ja, wollte ich nur mal eben so, ich wollte mal eben so was zu sagen. Also ich habe auch oft überlegt, wo fährst du jetzt hin, wo kannst du hinfahren, wenn jetzt was kommt, wie hoch stellst du dich, weil es ist nun mal direkt nebenan überall, ne? Wir sind hier einfach in so einer Schneise und wir hatten so viel Glück und ich bin so dankbar, dass ich so dolle Schutzengel hatte. Das ist einfach Wahnsinn, ich kann mal eben hier. Da sind wieder die Bilder, ne? So, ja, hier ist der Flugplatz. Sind wir wieder am Flugplatz. Kommst du mal von der Straße? Die ist nämlich eigentlich doll befahren. Jetzt habe ich gedacht, ach, ist ja schon ein bisschen später. Wir haben jetzt, glaube ich, kurz nach 9. Sind die Mücken vielleicht schon alle weg? Oh, die haben mich gestochen. Ich habe trotzdem eine lange Hose angezogen. Die haben mich... Da sitzt schon wieder eine. Vorsicht. Die haben mich gestochen. Überall jetzt gerade beim Laufen. Ich habe nichts drauf gemacht. Ah, lange Hose an. Nee, und die Scheißviecher, die haben mich überall gestochen. Die stechen durch die Hose. Und macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß. Ich wollte heute Mittag eigentlich nach Ikea fahren. Oh, hier ist richtig fies jetzt Wasser abgelaufen auch. Moment. Kommt das jetzt her? War doch gestern nicht. Ach doch, vielleicht schon. Ja, ich wollte heute Mittag eventuell zu Ikea fahren und zu Jysk und vielleicht noch eben da Wolfgang und Melanie besuchen. Wir müssen mal eben, glaube ich, komm mal, wir gehen mal eben den Weg hier. Ja, und eben, ja, eben neue Bettwäsche kaufen, ja, und dann mal schauen. So, wir sind am Wasser. Und der Hase liebt das Wasser, ja. Ne? Ich habe nochmal Angst, hier ist direkt die Promenade und da fahren immer Fahrräder. Natürlich Angst, wenn der Hase mal da rennt, dass da irgendjemand umrennt. Ist blöd gemacht. Also da dürfen eigentlich auch keine Fahrräder fahren, aber sie tun's. Sie tun's. Ui, da kommt... Dann spielt doch. Da kommen wieder die Flieger. Ui, das war nass. Hasebär. Maxi. Komm her, Schatz.
Super! Na komm! So schön. So schön. So schön. Ja, ihr Mäuse. Ups, bisschen nah dran, ne? Startbereit gemacht. Jenny hat am. So, nachdem unser Plan eigentlich ein anderer war, und zwar, also wir sind jetzt gelandet, oh mein Gott, wir sind gelandet bei Lidl. Geplant war Ikea. Ja, da ich da Bettwäsche holen wollte und das aber eigentlich mit einem Besuch verbinden wollte, habe ich mir gedacht, komm ey, die Bettwäsche, die läuft nicht weg. Da fahre ich die Tage hin, ich habe keinen Nerv. Bin jetzt, ich war schon startklar und dann haben wir uns verpasst, denn die zwei, die ich besuchen wollte, waren auch schon startklar und die sind halt in eine andere Richtung gefahren. Also von daher war ich jetzt beim Lidl und jetzt gehe ich noch eben Fähr- und Entsorgen. Ich hätte zwar noch ein bisschen, aber was ich habe, habe ich und dann fahre ich, glaube ich, noch ein bisschen an den Strand. Ja. Schauen wir mal. So, unser Tag ist schon fast zu Ende. Wir hatten gerade noch Besuch von ganz lieben Nachbarn, die wir letztes Jahr getroffen haben, kurz gequatscht haben. Sehr nette Leute. Und da fahren wir doch die Tage nochmal, morgen nochmal auf die La Manga. Dann können wir uns nochmal treffen, können wir nochmal ein bisschen quatschen. Die haben auch einen Hund. Und ja, ansonsten haben wir heute Fähr- und Entsorgen. Mein Tag ist heute ein bisschen daneben gewesen. Vorsicht, hier ist nass, ich möchte mich nicht auch noch auf die Nase legen, weil ja, ich hatte heute schon ein bisschen viele doofe Sachen. Ja, deswegen habe ich auch nicht mehr so viel gefilmt, weil ich einfach nur gedacht habe, nee, jetzt reicht's. Guten Morgen, wir sind immer noch hier. ja, wir sind jetzt hier ein schönes Stückchen gelaufen, laufen jetzt noch ein schönes Stückchen am Strand und heute Mittag fahren wir noch mal auf die Insel. Wir fahren auf La Manga heute Mittag ein bisschen an den Strand und genießen dann da ein, zwei Tage und dann fahren wir wieder zurück hierhin. Ja. Mal schauen und dann hoffen wir mal, dass sich das Wetter hier so ein bisschen überall beruhigt, dass wir dann vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche auch vielleicht weiterfahren können. Müssen wir mal schauen. ja, jetzt ist es ja leider Richtung Barcelona gezogen auch noch. So, bitte schreibt mir jetzt nicht alle, das ist eine Landzunge. Ich weiß das, es war auch nur ein Witz, es war nur ein Witz. Ich bin ja nicht doof. Das ist schön. Ich bin gerade ein bisschen verblüfft über manche Menschen. Komm, Schatz! Komm! Komm, Schatz! Figuren! Komm! Also. Das ist K.O. Super, Schatz, du bist der Beste! Ui, langsam, glatt! Figo liebt das Wasser. Super, Schatz.
Also, na komm weiter. Schön weiter, Mäuse. Maxi, was ist los mit dir? Hm? Na komm. Das ist nicht gut. Pfui, pfui. Super, Schatz. Super. Klasse. Du bist der Beste. Gezeigt hier. Ja, das habe ich gerade hier hinten zugemacht. Wir gehen nämlich jetzt mal eben eine Runde laufen, deswegen habe ich die Fenster hier zugemacht. Das ist unser neues Plätzchen. Aber kann ich ja morgen früh mal eben zeigen. Jetzt machen wir die Fenster zu, bevor die Mückis kommen, und dann laufen wir noch ein Stück. Und dann, ja. Ich wollte euch ja eigentlich noch mal unser neues Plätzchen zeigen. Habe ich jetzt vergessen, wir sind schon wieder hier die halbe Insel gelatscht. Wir stehen hier am Ende der La Manga. Hier kann man ganz nett stehen. Hier ist alles bei Muschilis, aber im Inneren stehen wir. Ich brauchte heute einfach mal Ruhe. Am Meer waren so viele Leute, Tausende. Und hier sind die schönen Wasserstraßen alle. Sehr schön. Moment, muss mal einmal drehen. Warten. So, schleift mir die Leine hier auf den Boden. So, naja, hier sind auf jeden Fall diese ganzen schönen Wasserstraßen. Und Mittig von La Manga laufen wir jetzt hier. Schauen wir mal eben, was noch ein neues Womi gekommen. Mal eben gucken, ich habe natürlich keine Lust, dass jetzt hier irgendwelche, oh siehst du, da sind Hunde, auf uns zugerannt kommen. Da habe ich natürlich keine Lust drauf. Maxi, komm mal mit, wir laufen wieder andersrum und laufen hier rüber. Schatz, Maxi, komm her. Hier ging nämlich gerade schon einer, ein Deutscher, der kam hier mit dem Cane Corso. Alles gut, um Gottes Willen, ich habe keine Vorurteile. Aber wenn so einer, sag ich jetzt mal, wirklich beißt, dann hat mein Hund nichts mehr auf den Rippen. Hat er so schon nicht, aber da möchte ich dann auch nicht provozieren, wenn ich nicht weiß, wie die sind. Also wenn die lieb sind, um Gottes Willen, können die gerne spielen, aber so ist es. Da hinten stehen wir. Steht noch ein Wohnmobil vor uns. Ein älteres Ehepaar, ein deutsches. Ein älteres, naja, so alt sind sie auch nicht. Ansonsten keiner. Da stehen wir seelenruhig. Ja, das ist doch nett. Entschuldigung. So. Unser Scheißefresser. Aufpassen, Schatz. Ach so, nee, stopp, wir gehen hier rum. Komm mal her, weil da sind Maxi, Ben. Komm her, da sind andere Hunde. Komm. Ja, super. Das ist schön. Komm her. Ist es mir da reinfällt. So, jeder hat hier so einen schönen Steg für die Bötchen. Morgen gehen wir noch mal hier eine schöne Runde spazieren. Hinten über die Brücke waren wir ja schon mal. Waren wir schon öfter. Ich habe nur mal Angst hier ein bisschen mit Figo. Du kannst da nicht rein, weil da rutschst du ab und dann kommst du nämlich da nicht mehr raus. Brichst du dir die Knochen. Das ist Salzwasser. Pfui. Ups.
Pfui. Jack. Da. Es ist so schön. Ich bin so froh, dass ich mich eingesprüht habe. Außer meinen Rücken, den habe ich nicht eingesprüht. Aber ich habe jetzt mal das Autan-Spray genommen. Das ist der Horror. Ich habe gar keine Luft mehr gekriegt. Ganz schrecklich. Also das mag ich überhaupt nicht. Würde ich mir nie wiederholen. Habe ich geholt, weil ich war einfach ein Opfer. Was machst du denn da? Ich war einfach ein Opfer von... Moment, hier so süß rumspinnen, ne? Moment, meine Güte. Ein Verkaufsopfer, weil die bei dem Lidl hatten alle dieses Autan-Spray und das war das letzte. Und dieses andere... Jackie, hierhin bitte. Komm. Maxi. Ja, dieses andere Spray war noch jede Menge da und deswegen habe ich das nicht genommen. Habe ich gedacht, wenn das alle weg ist, ja, dann nimmst du natürlich auch dieses, ne? Aber, ja. Komm mal da raus, da ist Pfui. Na, da haben sie ein Jetski vor der Türe. Bye bye, Maxi. Jackie, Maxi, Pfui! Pfui! Aus! Maxi! Pfui! Super! Hat er gerade schon gehabt. Jetzt muss ich erst mal gucken gehen, was da ist. Deswegen hat er nämlich jetzt den Maulkorb auf. Irgendein Fischgedöns, glaube ich. Du alter Stinkstiefel! Ja! Ja, klar! Stupst du mich auch noch mit an? Jetzt gucken wir... Oh, und der war in der Brühe da. Was ist denn nun los? Pfui! Mann! Ein Fisch. Ein Fischipischi. Den hat er durch die Gegend geschmissen, ne? Pfui. Pfui ist das. Lass den mal. Na komm mal. Pfui. Machst du. Erst hast du dich da reingerieben. Oh, aufpassen, da kommt dein Auto.